Heute mal mit einem Männerthema, aber vielleicht nicht nur. TV hören und sehen, TV 14 und Good Health. Die Sprechstunde mit Dr. Dirk Heimann. Was hilft meiner Potenz, Herr Doktor? So hast du eine deiner letzten Kolumnen überschrieben, Dirk. Und ich frage mich, sind denn Potenzprobleme wirklich so häufig? Kommt das so häufig bei dir in der Praxis vor? Also erstmal müssen wir erklären, Potenzprobleme, erektile Dysfunktion. Es geht um die erektile Dysfunktion. Also darum, dass das männliche Glied nicht über die Dauer, die ich gerne hätte, die nötige Steifigkeit zeigt. Und kommt es häufig vor? Ja. Erfahre ich es häufig einfach so? Nein, ich muss schon oft nachfragen, gerade wenn es Grunderkrankungen gibt, die darauf hindeuten könnten. Na, ich kann mir vorstellen, es ist ja auch ein bisschen schwierig, das abzugrenzen, weil wann weiß man denn, dass man unter Potenzproblemen oder einer erektilen Dysfunktion leidet? Es kann ja auch mal tagesformabhängig sein oder man hat irgendwie eine Krise oder gerade keine Lust, klar, oder? Da, das ist genau so. Ich glaube, wenn beide merken, wir kriegen nicht mehr die Sexualität so zusammen hin, wie wir sie gerne hätten, weil der Mann das Gefühl hat, dass die Steifigkeit einfach nicht mehr da ist oder nicht so lange hält oder im Grunde es zu Problemen bei dem Geschlechtsverkehr kommt. Das wäre immer für mich ein Momentum zu sagen, bitte mit dem Arzt, bitte mit der Ärztin drüber reden. Aber mit welchem Arzt, mit welcher Ärztin, wo gehe ich denn mit sowas hin? Gehe ich zum Hausarzt, gehe ich zum Urologen oder schicke ich die Partnerin zur Gynäkologin? Was empfiehlst du? Also erstmal ist das Problem ja nicht weg, nur weil man es verschweigt. Ich glaube, das ist schon mal das Erste. Das Zweite, ich würde zu dem Arzt, zu der Ärztin gehen, zu der ich am meisten Vertrauen habe. Und das können ganz verschiedene sein. Das kann vielleicht die Gynäkologin der Frau sein, das kann die Hausärztin, der Hausarzt sein, weil die mich schon lange kennen. Da würde ich zuerst hingehen. Was kann denn dann helfen tatsächlich? Also ich glaube, das ist ja, wie wir gerade schon sagten, es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Gibt es Hilfe? Was kannst du sagen? Es gibt viel Hilfe. Man kann eigentlich den allermeisten Männern in dem Fall damit helfen. Drüber sprechen, thematisieren, gucken, wo liegt es auch vielleicht an der Partnerschaft mit, darüber offen zu reden, über die Bedürfnisse, das ist das Allgemeine. Und spätestens seitdem Viagra rauskam, haben viele ja gelernt, es gibt Hilfen und ich kann nachfragen. Und die gibt es sowohl in Medikamentenform, die gibt es auch in anderer Form. Und es gibt Risikofaktoren. Und Risikofaktoren sind zum Beispiel, weil wir alle älter werden, so Erkrankungen wie Bluthochdruck oder auch Diabetes, da können sowohl die Erkrankungen als auch die eingesetzten Medikamente genau solche Probleme hervorrufen. Aber so einfach ist es nicht, dass man jetzt irgendwie eine Tablette Viagra oder was auch immer einwirft und dann ist wieder alles gut. Ich glaube, da gehen auch Risiken mit einher. Ne? Also alle reden ja immer über Viagra, aber es gibt ja heute viel, viel mehr. Es gibt Wirkstoffe, die generisch geworden sind. Ich nenne einfach mal als Beispiel das Tadalafil zum Beispiel. Das wirkt länger als die Substanz, die im Viagra steckt. Die gibt es generisch, heißt viele, viele Hersteller produzieren das. Dann kostet jetzt eine Tablette etwa noch einen Euro, mehr aber nicht. Das ist jetzt Pi mal Daumen. Und man kann dann einfach wirklich mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin darüber sprechen, macht es Sinn, das bei mir zu probieren, einzusetzen oder sollte ich vielleicht doch zum Urologen gehen und da mal schauen, was es noch gibt. Was mir wichtig scheint, ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Scham überwinden und darüber sprechen. Genau. Ich danke dir für deine Tipps, Dirk, und wir hoffen, dass für Sie auch was dabei war, was Ihnen hilft, vielleicht eine Scham zu überwinden, wenn dann eine da ist, und ganz offen über dieses Thema zu sprechen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yeah.